Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Kinderkrankheit, die Ringelröteln. Ringelröteln haben vor allen Dingen Schwangere immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sie dieses Wort hören, denn man hat ja auch schon mal gehört, das kann vielleicht in der Schwangerschaft auch Schaden anrichten. Ist das denn wirklich so? Und wie werden diese Ringelröteln eigentlich übertragen? Was macht das bei meinem Kind, wenn es eine klassische Kindererkrankung ist? Und was passiert in der Schwangerschaft? Klären wir alles jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die Ringelröteln werden auf schlau Erythema infectiosum genannt. Hört sich ein bisschen an wie so ein Harry Potter Spruch, aber so heißen sie wirklich in schlau. Und werden durch einen Virus verursacht, den sogenannten Parvovirus B19. Das ist eine klassische Tröpfcheninfektion, wie bei so vielen Viren, die hier so in der Umwelt rumschwirren. Das heißt, wenn du dir in die Hand niest, die Türklinke anpackst, der nächste kommt, packt die Türklinke an, puppelt sich in der Nase, schon hat man sich diesen Virus eingefangen. Oder auch Niesen, Husten etc. Also eine relativ hohe Durchseuchung, die man im Laufe seines Lebens eben erreicht. Durchseuchung heißt, man hat im Laufe seines Lebens schon mal Kontakt mit diesem Virus gehabt. Und da kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir drüber sprechen, hat die Schwangere schon diesen Virus mal als Kind vielleicht gehabt, dann ist man nämlich ein Leben lang immun. Und wenn man es nicht gehabt hat, dann muss man eben aufpassen, weil dann kann man sich eine Erstinfektion einfangen. Eine Infektion mit diesem Parvovirus B19, also den Ringelröteln, ist bei Erwachsenen und auch Kindern, die immunkompetent sind, das heißt, die überhaupt keine Probleme haben, meist ganz inapparent. Du merkst es gar nicht. Asymptomatisch, vielleicht ein bisschen so einen fiebrigen Infekt. Ganz klassisch wäre das sogenannte, Achtung, alte Schule, Ohrfeigen-Exanthem. Das heißt, man hat hier eine Rötung, da wo früher immer mal eine Watschen, heißt es in Bayern, gegeben wurde, da gibt es so eine Rötung, die sich dann über den ganzen Rumpf auch ausbreiten kann. Das ist ein klassisches Phänomen von diesen Ringelröteln, aber wenn das auftritt, ist man schon nicht mehr infektiös. Also wenn du an deinem Kind siehst, oh, das hat jetzt hier so eine Rötung und das nach 2-3 Tagen geht das auf den Rumpf über, dann weißt du schon, das Kind ist nicht mehr infektiös und das macht es auch so schwer, da sich zu schützen, weil man erst später rauskriegt, dass man vielleicht die Ringelröteln hatte. Und weil es eine der klassischen Kinderkrankheiten ist, kommt es auch sehr gehäuft zwischen 5 und 15 Lebensjahren vor. Da ist so auch so eine klassische Kita-Krankheit. Man gibt das von da Susanne an Peter weiter und der Peter gibt es an die Ute weiter. Das ist ein bisschen ein alter Name, aber ist egal. Jedenfalls macht das dann so die Runde und irgendwann hat jedes Kind mal die Ringelröteln gehabt, was ja im Grunde okay ist, denn dann sind sie für immer immunkompetent, haben dieses Immunsystem gegen diesen Virus eben aufgebaut und können sich später nicht mehr infizieren. Gerade wenn es Mädels sind, haben sie in der Schwangerschaft keine Probleme. Die Durchseuchung, das heißt, dein Kontakt mit diesem Virus ist im Laufe deines Lebens bei 70%. Das heißt, 70% aller Menschen haben schon mal Kontakt gehabt mit diesem Virus. Im Grundschulalter zum Beispiel ist es nur bei 10%. Und da sieht man auch, dass man gerade als Kind dann mit dem Erwachsenenalter eben diese Durchseuchung immer weiter zunimmt, dass man im Laufe seines Lebens mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon mal Ringelröteln hatte. Und das ist auch relativ beruhigend für die meisten Schwangeren, denn es kann einfach sein, dass du die schon längst hattest, es vielleicht sogar nie gemerkt hast und dass du immunkompetent bist. Dieser Parvovirus B19, der stürzt sich am liebsten auf unsere roten Blutkörperchen und diese roten Blutkörperchen, die werden dann in ihrer Entwicklung gestört und deswegen kann es zu einer Blutarmut kommen, sowohl bei den Erwachsenen eben als auch bei den Kindern und vor allen Dingen auch bei den ungeborenen Kindern, denn dieser Virus, die sind so klein, diese Viren, dass die durch die Plazenta-Schranke, das heißt die Schranke, die im Mutterkuchen herrscht, Hashtag Video gucken zum Mutterkuchen, verlinke ich euch hier unten, da erkläre ich, was die Plazenta-Schranke ist. Die meisten Stoffe werden ja abgehalten, das ist ja dieser Schutz dieses Mutterkuchens, aber die Viren sind eben so mini klein und schlüpfrig. Die gehen durch und können auf das ungeborene Kind übergehen und können dort wirklich auch Schaden anrichten. Und das behalten wir mal im Hinterkopf mit diesen roten Blutkörperchen, denn nichts anderes macht dieser Virus eben auch beim Feten im Bauch. Aber was man auch dazu sagen muss, wenn du jetzt Kontakt mit jemandem hast, der Ringelröteln hast und du hast keinen Schutz, ist es auch nur in 30% der Fälle, also ein Drittel der Fälle so, dass diese Viren auf das Kind auch übertragen werden. Das heißt nicht, dass du jetzt den Virus abbekommst und es geht zu 100% auf dein Kind über, sondern es ist nur 30% und wiederum in nur 10% der Fälle richtet dieser Virus auch an deinem Kind Schaden an. Das liegt auch so ein bisschen daran, in welcher Schwangerschaftswoche du bist. Klassischerweise ist es eher in den frühen Schwangerschaftswochen so, dass dort der Schaden eben am größten ist, als wenn du kurz vor deinem Entbindungstermin bist. Aber wir spinnen jetzt mal diesen Worst Case durch und sagen, okay, das Kind hat jetzt Kontakt mit diesem Virus gehabt und ich habe gesagt, der Virus, der stürzt sich auf die roten Blutkörperchen
Und da ist die Entwicklung gestört und diese roten Blutkörperchen, das ist ja unser Transportschiff für den Sauerstoff. Den Sauerstoff, den wir hier einatmen, der heftet sich quasi an die roten Blutkörperchen und trägt es an unsere Gewebe, an unsere Muskeln, ans Gehirn, überall da, wo wir den Sauerstoff eben ganz, ganz wichtig nötig haben. Und das ist eben auch beim Kind dann gestört. Und da kann man sich natürlich vorstellen, jetzt großartige Behinderungen oder Fehlbildung macht dieser Virus nicht, aber er kann schon zu einer Entwicklungsstörung und auch zu einer Störung der Organogenese, das heißt dieser kindlichen Organe führen, weil der Sauerstoff ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Medium, um die ganzen Stoffwechselprodukte und Stoffwechselprozesse im Laufen zu halten. Und wenn da wenig Sauerstoff da ist, dann kann es dazu kommen, dass man Herzfehler kriegt, dass die Blut oder die Flüssigkeit im Blut eben nach außen strömt, sogenannter Hydrops fetalis heißt das auf schlau, dass eben die wassergefüllten Räume größer werden. Und das ist das, was man bei Verdacht auch beim Frauenarzt engmaschig kontrolliert. Wie sieht das Kind aus? Was machen diese ganzen Liquorräume, die ganzen flüssigkeitsgefüllten Hohlräume? Und jetzt nehmen wir mal an, du bist mit deinem Erstgeborenen in der Kita gewesen, bist gerade in der 15. Woche schwanger und dort ist der Verdacht auf Ringelröteln bei einem anderen Kind gestellt worden. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, hast du dich vielleicht angesteckt oder nicht, wie kriegt man das raus? Und das ist gar nicht so leicht, denn wir haben diese eine Klinik schon gesagt, das Einzige, was man sehen kann, ist vielleicht diese Rötung und dass man sich ein bisschen grippal fühlt, muss aber auch nicht unbedingt sein, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Ja, man kann sogenannte Antikörper im Blut bestimmen, die haben aber ihr Maximum erst 2-3 Wochen nach Infektion. Bringt dir jetzt erstmal auch nicht so viel. Okay, man weiß dann irgendwie, ich hatte vielleicht vor 2-3 Wochen doch mich infiziert und die Antikörper sind jetzt da, diese Akutantikörper. Und jetzt muss ich natürlich engmaschiger zum Gynäkologen gehen. Das ist schon mal klar. Aber du kriegst jetzt nicht, sagen wir mal, einen Tag später sofort raus, ob du Ringelröteln hast oder nicht, wenn du am Tag zuvor Kontakt mit einem Kind hattest, was eben diese Infektionserkrankung hat. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig und verunsichert einen natürlich ganz doll, dass man eben nicht so richtig weiß, wo man dran ist. Zumal das für dich erstmal gar keine Konsequenz hat, weil die Therapie sieht so aus, dass man nichts machen muss in der Regel. Jedenfalls nicht bei dir als Mutter oder auch bei deinem 15-jährigen Kind, was sich jetzt Ringelröteln eingefangen hat. Wenn da Fieber auftreten sollte, was auch selten ist, dann muss man halt zusehen, dass das Fieber einigermaßen gesenkt wird, dass man viel Flüssigkeit zu sich nimmt etc. Brauche ich nicht mit euch drüber sprechen. Beim ungeborenen Kind ist es so, dass man da tatsächlich schauen muss, wie sieht das Kind aus, wie entwickelt es sich. Da werden diese Doppler-Untersuchungen eben gemacht, wie ist der Durchfluss durchs Gehirn, durch die Nabelschnur, um zu gucken, besteht da eine relative Blutarmut. Man kann sich vorstellen, wenn rote Blutkörperchen immer weniger werden, dann fließt das Blut schneller und das kann man eben mit diesen Doppler-Untersuchungen herausfinden. Ist auch nicht ganz leicht und ist auch nicht super spezifisch, aber es ist auf jeden Fall ein Anhalt. Und wenn man den Verdacht hat, dass eine Ringelröteninfektion in der Schwangerschaft vorgekommen ist, dann gibt es eigentlich nur eine Therapie und die ist gar nicht so komplikationsarm. Das machen auch nur große Zentren hier in Deutschland. Das ist eine sogenannte Bluttransfusion beim ungeborenen Kind. Das klingt erstmal ziemlich abgefahren und das ist es im Prinzip auch. Man muss also über die kindliche Nabelschnur einen Zugang legen, damit da dann die Blutkonserven hereinlaufen können, dass eben diese Blutarmut und diese Unterversorgung mit Sauerstoff verhindert wird. Und das ist tatsächlich etwas, kann man sich schon vorstellen, ist nicht ganz unkompliziert und gehört wirklich in die Hände von Leuten, die das sehr, sehr, sehr oft machen und auch wirklich nur machen, wenn der Verdacht hoch ist, dass man Ringelröteninfektionen sich eingefangen hat in der Schwangerschaft. Man kann beim Kind auch den Blutwert bestimmen, wie ist denn die Zahl der roten Blutkörperchen. Man kann gucken, ist der Virus dort im Blut vorhanden? Da gibt es spezielle Möglichkeiten heutzutage in dem Labor, den Virus auch nachzuweisen. Das sind alle so Möglichkeiten rauszukriegen, ob da die Infektion auf das ungeborene Kind übertragen wurde. Die größte Komplikation ist sicherlich gerade in den früheren Schwangerschaftswochen, dass es nicht funktioniert mit der Schwangerschaft. Dass der Körper dann einfach sagt, das klappt hier nicht. Wir haben einfach eine Mangelversorgung an Sauerstoff. Das Kind stirbt intrauterin, das heißt in der Gebärmutter ab und es kommt zu einer Fehlgeburt. Wenn die Schwangerschaft schon weiter vorangeschritten ist und da schon einigermaßen alles fertig ist, dann ist es meistens so, dass man wirklich diese Blutarmut im Auge behalten muss, eventuell eine Therapie einleiten muss, aber dass es jetzt eben nicht zu schwerwiegenden Behinderungen oder Fehlbildungen kommen kann durch diesen Virus. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Wenn eine Fehlgeburt passiert am Anfang, ist das wirklich dadurch bedingt, dass die Sauerstoffversorgung nicht gewährleistet ist in eben den wichtigen Sachen, die so gerade beim Embryo entstehen. Da gehen die ganzen Organe müssen entstehen, das Gehirn muss entstehen und da ist Sauerstoff quasi der Lieferant, der Energielieferant, den es braucht, um das alles vollziehen zu können.
So, jetzt habe ich euch extrem viel Angst und Sorge bereitet, was die Ringelröteln angeht, beziehungsweise nein, nur die Ringelröteln in der Schwangerschaft. Aber ihr müsst auch im Hinterkopf behalten, diese 70% Durchseuchung, die wir eben haben, die steht auch noch im Raum. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im gebärfähigen Alter noch nicht infiziert wurdet irgendwann mal, ist relativ gering. Demgegenüber stehen eben diese 30%, die es aber auch gibt. Also muss man da schon zusehen, dass man das ein bisschen relativiert. Schützen kann man sich eigentlich nur, indem, wenn der Verdacht jetzt besteht, da ruft jetzt die Kita an und sagt, hier ist die Susanne, ich weiß nicht, was ich mit dem Namen heute habe, die Susanne hat wahrscheinlich Ringelröteln, die hat hier dieses klassische Ohrfeigen-Exanthem, dann natürlich lieber den Papa das Kind abholen lassen aus der Kita, als du, wenn du jetzt gerade schwanger bist und vor allem in einer frühen Schwangerschaftswoche schwanger bist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaltet ihr natürlich jetzt nicht ab, sondern guckt jetzt erstmal hier links und rechts unten, dass ihr auf den Knopf drückt, wo ihr mich abonniert. Denn ich will jetzt zukünftig auch noch ein paar Videos bringen, nicht nur zum Thema Schwangerschaft und Gynäkologie, sondern eben auch so ein paar klassische Kinderkrankheiten, die eben auch in der Schwangerschaft ganz schön Schaden anrichten können. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare posten, was euch interessieren wird, ob es jetzt die Röteln, die Masern sind etc. Könnt einfach mal fragen, was euch interessieren würde und ich gucke, dass ich bald ein Video dazu drehe. Ansonsten schaut mal bei Instagram und Facebook vorbei, um so ein paar Internas zu erspähen vom Gynäkologen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und Tschüssikowski. Tschüssikowski habe ich noch nie gesagt. Tschüssikowski ist jetzt Premiere. Habe ich noch nie gesagt.